Hallo und herzlich willkommen zum neuen Review. Können die sehen? Ah, die fliegt mir die ganze Zeit fast ins Ohr rein. Ruhige,
Jäger F118. Ihr habt gesehen, was ich damit gemacht habe. Und das war Werksschärfe. Das hat selbst nach dem Querbatonieren seine richtige, also seine Werksschärfe nicht verloren. Ja. Wir haben nämlich hier 14C 28N Stahl auf 59 Rockwell, glaube ich zumindest, gehärtet. Ja? Ja, Messer ist top. Ich komme erstmal zu dem Wichtigsten. Das ist der Preis. Der Preis ist heiß. Und das sind 69,95 bei Phoenix auf der Webseite direkt zu bestellen. Und ich würde zugreifen, so schnell ihr könnt. Denn wenn die rauskriegen, wie geil das Messer ist, steigt der Preis. Also zugreifen. So, also, wie ich sagte, 14C 28N Sandvik Stahl. Ja, mit einem schönen Stonewashed Finished und Flachschliff. Angedeutete Fehlschärfe, ja, oder einer Fehlschärfe, leicht balligen, mit einer leicht balligen Phase, die ist, leider sieht man es jetzt nicht mehr, mal gucken, die ist spiegelpoliert ab Werk. Wie gesagt, jetzt sieht man es leider nicht, ist schon ganz viel von der Flüssigkeit drauf vom Baum. Hier wurde in letzter Zeit öfters mal welche Bäume gefällt. Also, Gesamtlänge liegen bei 233 mm. Davon entfallen auf die Klinge 110 mm. Paragraph 42a konform. Klingenstärke haben wir 4,5 mm. Ja, hier an der dicksten Stelle. Das ist hier an den Stellen schwieriger zu messen, also hier an der dicksten Stelle 4,5 mm. Wir haben hier Jimping. Jimping. Ihr wisst, Arthur Brehm liebt seinen Jim. Den Jimping. Der ist mäßig aggressiv. Das heißt, er funktioniert, ja, aber der hinterlässt bei längeren Arbeiten keine Druckflächen. Ihr kennt das bei vielen Messern. Da habt ihr dann hinterher richtig schön Hornhaut auf den Fingern. Aber der funktioniert, hinterlässt aber keine Druckstellen. So. Und ich bin ja eh ein Fan von Flachschliff. Ja. Zweite Phase, die kann man selber verändern, ob man da einen etwas spitz zulaufenderen Schliff drauf packt. Aber hier der ballige Schliff, der macht Sinn, denn der schützt das, die Klinge vor Ausbrüchen oder Rollen. So. Gesamtgewicht vom Messer 190 Gramm und das ist ohne Scheide. Das hier ist die Scheide, die ist aus ABS Plastik. Mach das Messer mal rein. Ihr habt es in den Fotos schon gesehen. Die haben hier einen speziellen Clip entworfen. Der ist patentiert. Den hat so noch keine andere Firma. Denn Achtung, hier seht ihr hier den kleinen, diese kleine Zunge. Wenn ihr die hier runter drückt, dann könnt ihr den Clip, Gürtelclip, ändern. Und es rastet auch schön satt ein. Perfekt. Geil, oder? Das lässt sich also in jeder verschiedenen Art und Weise am Gürtel tragen. Ich demonstriere das mal. So, jetzt, das Coole an dem, dem Gürtelclip, ja, man kann ihn einfach so über den Gürtel drüber packen. Maße weiß ich jetzt nicht. Müsste man mal den Zeigefinger nehmen bis zum zweiten Glied. Also nehme ich den hier über meinen Tie-Belt Survival Gürtel. Ja. Ich mache es hier vorne, ist einfacher für mich. So. Jetzt habe ich hier diese Zunge hier. Ja, habt ihr gehört?
Er hat sich in die Tasche verkrabbelt. Zack. Also man könnte den auch Scout-Style auf der Rückseite tragen. So, also, ihr habt gesehen, das Messer kann viel ab. Wir haben unheimlich viele Tragemöglichkeiten, rechts, links, zack, zack, zack. Horizontal, vertikal. Moment mal. Ihr seht hier mein Rucksack aus Holz 2. Gut, da habe ich schon zwei Mini-Messerchen dran, aber jetzt haben alles im Betrieb bei mir. Ihr seht hier auf den Schultergurten, ja, haben wir hier noch mal ein paar Riemen, da kann ich den einschlaufen. Zack. Wo ist jetzt mein? Da ist die Zunge. Da kann ich den hochkant tragen oder nach unten. Ja, viele mögen das ja, wenn man die am Rucksack hat. Ich würde das jetzt einmal ganz kurz zeigen. Und da ist mein Messer am Schultergurt. Ja, ich bin Rechtshänder. Der gehört also an den linken Gurt. Und da ist mein Messer. Perfekt. 69, 95. Besser jetzt zugreifen, bevor die mitkriegen, was das Messer kann. Und die Scheide. So, nehme ich ihn wieder ab. Nochmal. ABS Plastik, alles umsetzbar. G10 Griffschalen. Ich werde die mal bei Gelegenheit abmachen, mal gucken, ob ich da drin noch ein kleines Mini-Survival-Kit, vielleicht auch einen Zündstall unterbringen kann, indem ich nämlich die G10 Griffschalen innen drin ein bisschen ausfräse. Denn die kann man mit einem Imbusschlüssel öffnen. Wir haben hier was ganz Cooles, nämlich ein Lanyard-Loch. Hier noch eins. Jetzt kommt eine kleine Modifikation von mir, die zeige ich euch gleich. Aber gehen wir noch mal weiter ein. Also 190 Gramm, G10, die Scheide aus ABS Plastik, 69, 95, das ist ein Witz. So. Manche, die meinen Kanal kennen, die wissen, ich stehe total auf den Lofty Wiseman D-Griff. Und Lofty Wiseman, den kennt eigentlich fast jeder, der das SAS Survival Handbuch kennt. Ja? Das ist von Lofty Wiseman geschrieben. Und Lofty Wiseman hat mal gezeigt, diesen D-Griff, den kennt man von alten Macheten. Da ist hier nochmal so ein Schutz für die Knochen hier. Also, nehme ich ein bisschen Paracord. Ja? Mehr eigentlich, als ich bräuchte. Aber ich führe das hier unten ein. So, führe das hier wiederum ein. Das Loch ist ein bisschen kleiner als das hier. So, ich laufe die hier durch. Jetzt nehme ich das Maß meiner Knochen, meiner Hand. Ja? So, und das ist im Prinzip schon der Lofty Wiseman D-Griff. Jetzt muss ich das nur noch verknoten. Und da kann es bei vorkommen, dass man sich ein bisschen vertut mit dem Knoten. Und ich versuche mal, ob es live funktioniert. Also, da muss der Knoten enden. Also nehme ich ein bisschen mehr. Führe das hier durch. Zack. Bei Zack denke ich immer an Jukes 09.
Hier habe ich meinen Lefty Wiseman D-Griffen. Jetzt sage ich euch, warum der so wichtig ist für mich. Wenn ich, sag mal, ja, ich habe ein bisschen zu schlapp gemacht, Moment. Meter hier unten im Tal toll ein paar Wildschweinchen rum. Ja, also aufpassen. So, jetzt habe ich ihn länger gemacht. Sage ich auch warum. Sag mal, ich bin, was man eigentlich machen sollte im Dunkeln oder mal im ja, bei nicht bei Anbruch der Nacht, sondern in der Abenddämmerung unterwegs und muss mir noch unbedingt was schnitzen. Ich weiß nicht was. Man sollte eigentlich nach Anbruch des Abends sollte man mit seinen Lageraufgaben fertig sein, egal in welcher Situation. Jetzt habe ich das Messer hier und verliere so ein bisschen den Griff, weil ich müde bin oder hungrig bin. Ja, nochmal gezeigt, das Messer verlierst du dadurch nicht. Lefty Wiseman D-Griff ist an jedem Messer einfach Pflicht, meiner Meinung nach. Sollte man. Und zurück zum Messer. Das Ding ist für den Preis einfach unschlagbar. Das schlägt alle bekannten Bushcraft-Messer, die höherpreisig sind. Survival-Messer. Felkniven F1. Am Arsch hängt der Hammer. Ich habe einen Rieke Jäger F118. Das hier ist das Ticket. Eigentlich schon low budget für den Preis. Für das, was es kann, was es aushält, für die Materialien, für die Verarbeitung und für die wirklich, wirklich geniale Scheide. Und wenn jetzt vielleicht meint, das kriegst du doch mit dem Paracord nicht mehr in die Scheide rein. Achtung. Zack. Never lost. Alles klar? Geil das Ding. Ich lasse mir noch eine kleine Modifikation einfallen, wie ich hier zum Beispiel auch noch einen Feuerstahl anbringen könnte. Das kommt dann auch noch in dem nächsten Video. 9695. Ruike ist, die Leute sagen übrigens Ruike, Ruik. Sagt einfach Ruike. Der Firma ist halt egal, wie ihr die nennt. Die Hauptsache, ich nenne sie. Alles klar? So, cooles Messer, geiler Preis. Der Preis ist heiß. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wenn man gilt. Tschüss, Mario, schwenkt den Hut. Tschüss ab und schwenkt die Karte.